herzlich willkommen zurück hier zu Remastered mit Fabian und Uck. Retro-Kost vom Feinsten. Der Steinzeitmann, der erste Steinzeitmann, der seinen eigenen Hubschrauber gebaut hat, um damit Leute zu transportieren. Er möchte Geld verdienen für seine Angetraute Jane, in der Hoffnung, eben sie beeindrucken zu können mit Diamanten, Schmuck und so weiter. Ihr habt das in der ersten Folge gesehen. Seine Frau träumt eben davon, sich auch mal was leisten zu können. Sie hat das schnöde Höhlenleben satt. Immer nur das Feuer hüten, das macht ihr keinen Spaß mehr. Sie hat Lust auf Luxus. Uck ist natürlich kein dummer Mann. Nein, er baut sich seine Hubschrauber selbst und fängt an, Hubschrauber-Taxi zu fliegen. So, jetzt hier wieder verflixtes Level 4. Da war ich letztes Mal stehen geblieben und leider gescheitert. Gucken wir mal hier. Ach, jetzt habe ich den Stein, glaube ich, schon wieder mitgenommen, ne? Das ist natürlich dumm. So, Seniore, wo wollen Sie denn hin? Zack, er möchte zu Station 1. Soll er haben. Auf dem Weg nehme ich jetzt hier den Stein mit und ein bisschen Obst, um eben die Zeit wieder aufzufüllen. Ihr seht das unten, diese Leiste, die füllt sich halt auf, wenn man sich ein bisschen Obst holt. Arbeitsschutz wurde auch schon in der Steinzeit ganz groß geschrieben, deswegen gilt es natürlich während der Arbeit immer Pausen einzulegen. Vitamine, 7 am Tag, also 7 Teile Obst, hat meine Haushaltslehrerin früher immer gesagt. Vielleicht sollte sie recht behalten, scheinbar auch in der Steinzeit. Ja, nichts mit Paleo-Ernährung hier, sondern auch damals haben die Jungs schon Obst gegessen. Da war ich angeblich zu schnell, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist das ärgerlich. So, den Stein loswerden, damit er nicht mehr im Weg rumliegt. Den Mann hier einsammeln. Also das kann nicht sein. Also ihr merkt, das Level scheint wirklich schwierig zu sein. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur super eingerostet, was das Spiel angeht. Wahrscheinlich ist beides so ein bisschen der Fall, aber eigentlich... Mann, es ist Level 4. Es gibt viel mehr Levels. Kann eigentlich nicht so schwer sein, wie es mir gerade vorkommt. Und in dem Moment verursache ich auch schon wieder einen Crash. Also es ist ärgerlich. So. Noch bin ich ganz ruhig, aber es ändert sich irgendwann. Also wenn das hier so weitergeht... Naja, so, Seniore, wo möchten Sie hin? Als wenn ich es nicht vorher gewusst hätte. So, Station 1, fahren Sie da hin? Ja, wunderbar, da sind Sie auch schon, zack, und der Nächste bitte. Zack, bumm, da sind wir wieder. Ja komm, steig ein, ich weiß, wo du hin willst. Keine Märchen, ab geht die Fahrt hier. Hier kann man halt recht schnell langfahren, aber wenn man eben zu schnell ist, hat man hier gerade bei mir zweimal gemerkt, dann, ja... Geht irgendwas zu Bruch, ne? Die Landeklappen oder so, ich weiß es nicht, was da alles im Hubschrauber für Technik verbaut ist, deswegen muss man aufpassen. Schnell ist gut, zu schnell ist natürlich sehr schlecht, das ist, ja. Das ist der, mal wieder der bekannte Mittelweg, wie bei so vielen Dingen. Zack, jawohl, da, okay. Nein, boah, das war schon wieder kurz davor kaputt zu gehen, hier, das Gefährt. Ist halt selbst gebaut aus ein paar Hölzern und oben mehr sieht aus, als wäre es ein Pflanzenventilator, also Propeller. Aus irgendwelchen Blättern selbst gebaut, das kann natürlich auch nicht lange halten. Aber ja, wenn man vorsichtig damit umgeht, dann geht es eigentlich ganz gut. Ja, hier, steig ein, Mister. Zack. Vor allen Dingen bei den Senioren muss man halt besonders aufpassen, dass wie... eben nicht ins Wasser fallen, weil die gehen wirklich direkt unter. Die anderen Herren, die kann man noch retten, die halten sich ein bisschen über Wasser. Aber hier, die Senioren, also Seepferdchen, kennen die gar nicht. Zack, die Birne muss mit. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. So. Okay, im Moment, es sieht aber schon echt deutlich... Da sage ich, es sieht gut aus und dann sowas. Also das war, für mich war das kein Unfall. Für mich war das... Naja. Okay, versuchen wir es nochmal hier. Achso, ich hätte sogar... gar nicht neu eingeben müssen, das Passwort stand da noch. Naja.
dass man so in der Hektik jetzt macht. Jetzt dieses verfluchte Level 4. Ich hoffe, dass es jetzt endlich überwunden wird. Also, dass ich es endlich überwinden werde. So langsam, ja, hat man dann doch den Kaffee auf. Weg mit dem Ding. Also, das braucht hier kein Mensch. Und du willst du... Nein, und ich kann direkt neu starten. Mein Gott. Wie gesagt, wenn ihr die Senioren ins Wasser schmeißt... Dann, ja, habt ihr ein Problem, weil die Senioren schwimmen halt gar nicht. Und ihr müsst, glaube ich, alle, alle transportieren, oder? Ich versuche es jetzt mal ohne den Herrn. Schauen wir mal. Dann dauert es wahrscheinlich länger, bis ich meinen Soll erfüllt habe. Leider wüsste ich nicht, dass es eine Anzeige gäbe, wo eben steht, wie viele man transportieren muss. Aber, nun gut, versuchen wir es mal. Auf jeden Fall, das Spiel wird ja nicht abgebrochen, wenn man den ins Wasser schmeißt. Scheint, als gibt es noch eine Chance. Außer man fährt direkt wieder vor die Wand, also. Ja, es macht Freude, immer wieder Freude, solche Spiele zu spielen. Es ist wunderbar, diese Kindheitserinnerung. Ist das schön. Steig ein! Nein, Fresse, ist das schön. So, jetzt aber zack. Und jetzt du bitte auch direkt. Ja, toll, wunderbar. Du willst zu 3, wer hätte es gedacht? Also. Dabei müsste ich das Level ja eigentlich in- und auswendig können. Also, vor allem den Ablauf. Ich meine, das Level an sich, das ist ja klein genug, das sieht man ja auf einen Blick, aber. Passieren dann doch immer noch Flüchtigkeitsfehler, ne? Ist ärgerlich, aber es ist so. So. Wie jetzt hier zum Beispiel. Ganz bisschen zu feste wahrscheinlich. Und schon ist es wieder Game Over. Also, es tut mir leid, dass ihr das Menü öfter seht als irgendwelche Erfolge, aber. Es geht nicht anders. Und weiter geht's. Eine freudige neue Runde. Wieder mal Level 4. Wer hätte es gedacht? Vielleicht wird es eine ganze Episode Level 4. Ich hoffe nicht. Ja, das wäre natürlich zu traurig. Aber zutrauen würde ich es mir jetzt im Moment. Also ganz ehrlich. Und das war angeblich wieder zu fester. Also. Ist das schön hier. So, weg mit dem Scheiß. Schön, Stein hier. Oh, falsche Stelle. Ich werd langsam. Werd langsam richtig fröhlich. Das war haarscharf. Fast auf den Fuß getreten hier, aber. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wenn der mal so schnell einsteigen will, wieder aussteigen, ne, dann. Ja, ja, Level 3, weiß ich. Level 3. Schön finde ich auch, dass man hier im Hintergrund diesen Sound hört von diesem schlafenden Dude. Ich dachte ganz kurz, das wären die Wellen, da bewegen die sich gar nicht. Nein, es ist der Dino. Finde ich mit viel Liebe gemacht, das Spiel. Und auch, ja, damals war die Grafik echt nicht schlecht. Aber man war auch einfach nichts gewohnt. Und jetzt habe ich den Senioren dann doch wieder unter Wasser geschubst. Also wenn das die Arbeitsaufsicht mitkriegt, dann bin ich dran, aber hat keiner gemerkt. Ich tue mal so, als wenn nichts passiert und versuche mein Glück. Einfach hoffentlich schaffe ich es trotzdem noch. So, Seniore. Nein, ach, jetzt steigt keiner mehr ein. Okay. Auf ein neues. Ist auch übrigens mein Lieblingslevel, nur deswegen spiele ich das jetzt so oft. Nicht etwa, weil ich gerade nicht gut wäre oder das Level nicht kann. Nein, es macht einfach... viel mehr Spaß als alle anderen Level und deswegen spiele ich es immer und immer wieder. So, steig ein, danke. Zack, weg mit dir. Jetzt habe ich natürlich direkt den Stein noch mit eingesammelt. Nimm den Apfel hier auch noch mit, wo ich schon mal da bin. Ich nehme den Apfel mit, habe ich gesagt. Zack. Ja, komm bitte, danke. So, Level 3. Er will zu Stufe 3. Überraschend. Zack. So, also ich hoffe, dass ich diese Episode wenigstens noch dieses verflixte Level abschießen kann und dann euch zumindest noch auf Level 5 anteasern kann. Eigentlich wollte ich euch ja doch ein bisschen mehr zeigen, aber im Moment ist der Wurm drin. Ich hoffe nicht in einem Apfel, den ich gerade gegessen habe, aber ansonsten ist echt schwierig. So, und schon wieder, also es ist doch so Mäusemelken gerade hier. Zack, komm hier, Menü kennen wir, wir wollen spielen. Die Leute wollen was sehen. Schneller. So. Zack. Okay.
Okay, so, einmal versuche ich jetzt doch Level 4. Ansonsten wird das die Fail-Episode des Jahres. Die beziehungsweise die Co-op-Fails mit Dennis, die kommen wahrscheinlich auch noch irgendwann raus, aber vielleicht schaffe ich das hier gerade sogar noch mit meinem Können, ich weiß es nicht. Also, bleibt abzuwarten. Wenn ich es jetzt schaffe, ist es vielleicht noch im Rahmen. Nein, eigentlich nicht. So, zack, eingestiegen. Ach, der ist dann noch nicht mal eingestiegen, Mann. Aber wenn man es dann eilig hat, ne? So. Kletter rein, Junge. Kletter rein. Dann wird aber auch immer ne, ein bisschen hektischer, noch mehr Flüchtigkeitsfehler. Schummeln sich rein, wenn man eben eh schon leicht gereizt ist von den Leuten hier. So, einsteigen. Dankeschön. Da wundert man sich, warum manchmal die Taxifahrer so unfreundlich sind, aber ja. Was da alles passieren kann. Vor allen Dingen in so einem Holzhubschrauber, also. Das ist so einiges. Und wenn dann der Dinosaurier auch noch Schönheitsschlaf hält, dann wird es richtig gefährlich. Ah, und schon wieder in den Kopf gestoßen. Das ist doch nicht wahr. Level 4 bricht mir das Genick irgendwann nochmal. Meine Güte, ey, meine Güte. Ich hatte das gar nicht so schwer in Erinnerung, das Spiel. Also ich weiß auch nicht. So, tausche Senior gegen Stein. Zack, Stein gegen Obst, komm. Jetzt fliegt die Banane auch noch so weit weg, ich habe auch gar keine Zeit dafür. Ich weiß gar nicht mehr übrigens, was passiert, wenn man die Leute nicht abholt oder zu spät kommt. So, den habe ich jetzt natürlich rein absichtlich nach unten geworfen, es geht einfach viel schneller. Da seht ihr, er schwimmt. Ich könnte ihn natürlich theoretisch jetzt auch bis da hinten schwimmen lassen, aber dafür habe ich keine Zeit. So, ist das schön hier. So, Dino, lass mich in Ruhe. So, den liefere ich jetzt ab und danach hole ich mir gleich wieder was zu essen. Nee, doch nicht. Danach hole ich den anderen noch, weil sonst ist er gar nicht auf dem Weg. Ich dachte, der will vielleicht auch zu 3. So. Wo will er hin? Er will wahrscheinlich zu 2, denke ich mal. Oder auch zu 1? Ne, ich glaube 2. 1, okay. Steig ein, guter Mann. Aber eins ist eigentlich ideal, dann kann ich den Stein direkt mitnehmen. Kann eben hier noch ein bisschen Obst vom Baum schmeißen. So. Ich glaube, jetzt geht es langsam aufs Ende zu von dem Level, zumindest vorhin. Als ich noch nicht so schlecht war wie jetzt gerade, da, aber das mit dem Obst noch nicht wieder auf dem Schirm. Ich hätte es nie sagen sollen. Jetzt nicht sagen sollen. Aber ich glaube, ich war wirklich kurz davor, das Level abzuschließen. Ist halt schön. Aber vorhin hatte ich das halt mit dem Obst noch nicht auf dem Schirm, dass ich dadurch halt wieder Zeit kriege. Aber dafür war ich so viel besser. Jetzt bin ich schlecht und kriege das mit dem Obst hin. Das ist irgendwie ärgerlich. Naja, der will auf Level 1. Ah, der Apfel ist leider nicht mehr da. Ich mir direkt einen neuen hole. Ja, komm. So, danke. Einmal Station 3 für den Herrn. Ah, der Dinosaurier, ne? Steig ein, bitte. Danke. Also, eigentlich... Eigentlich ist dieses Level echt noch nicht so schwierig. Es hat die einzige Schwierigkeit ist dieser Dinosaurier da hinten. Das ist auch eigentlich noch im Verhältnis zu dem Gesamtspiel relativ im Rahmen, aber irgendwie... Die Skills sind echt nicht mehr da oder so eingerostet, also... Ich mache ja hier die ganze Zeit echt Fehler, die... Ja, ich mache mir selbst das Leben schwer. Tut mir leid, auch, dass ich deinen Job so miserabel ausführe. Das hast du dir wahrscheinlich auch anders vorgestellt. So, der will zu 3. Also ich hoffe, dass ich jetzt hier mit dieser Runde wirklich das Level und damit auch erstmal die Episode abschließen kann. Und
euch endlich anteasern kann auf Level 5. Also ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon sagen musste, aber es kann ja nicht sein, dass ich hier wirklich auf Level 4 hängen bleibe. Also wenn das mein Papa sehen würde. Nein! Okay, also ich beende diese Folge leider mit einem traurigen Misserfolg. Das verflixte Level 4 bleibt auch mein Endlevel für die Episode. Ich komme einfach nicht drüber hinweg. Jetzt habe ich eine ganze Episode versucht, dieses verdammte Level zu schaffen. Naja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem so ein bisschen Spaß und schaltet nächstes Mal wieder ein bei Remastered.